Einen flauschigen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video zeige ich euch Plots, die ihr als Anfänger unbedingt kennen solltet. Zu diesen Plots gehören nicht nur Plots, die ja, wo ihr Free Stuff bekommt, was für den Anfang auch sehr gut ist. Ich habe nämlich noch einen Plot in der Liste, was nämlich ich so vorher noch nicht für Anfänger gesehen habe. Denn dieses Plot zeigt euch nämlich auch Farmen, Orb-Farmen, die ihr oder auch Essensfarmen, je nachdem wie ihr sie nutzen wollt, in Miniaturform, wie ihr sie einfach nachbauen könnt. Plot Nummer 1 befindet sich auf City Build 1, was ein Zufall. Bei PH Farm minus CB1 kommen wir hier hin. Hier haben wir zum Anfang auch schon mal hier Cobblespawner mit auch Erzen drin. Und wenn wir hier einfach mal den Weg lang gehen, haben wir hier auch nochmal ein paar Hexenspawner. Das ist aber eher das Unspektakuläre, worum es mir nicht geht. Und zwar, wenn wir hier rechts lang laufen, dann kommen wir hier zu diesem Häuschen. Und hier haben wir Truhen. Zum Beispiel, ich habe hier gebratenes Hammelfleisch, machen wir auf. Halbe DK voll. Da habt ihr auf jeden Fall schon mal genug Essen für den Anfang. Das Ganze haben wir auch mit Steaks. Und hier liegen nochmal Steaks. Das ist hier etwas falsch. Aber okay, tun wir das hier mal umändern fix. Hier haben wir auch noch Pilze. Und ja, also ich glaube, die Leute haben irgendwie nicht gecheckt, wo das Zeug rein muss. Aber hier muss auf... Ah, hier fehlt sogar ein Block. Das ist natürlich auch wieder spannend. Hier gibt es auf jeden Fall gut Free Stuff, alles aus Kisten zu nehmen. Manche sind leer, manche sind komplett voll. Je nachdem, wie sie gefüllt worden sind. Bei normalen Spendern kriegt ihr halt immer nur so ein Einer-Stuff raus. Und hier könnt ihr euch halt an den Truhen bedienen. Aber es geht oben auch weiter. Hier könnt ihr euch einfach per Knopfdruck Rüstung holen. Einmal Schuhe, eine Brustplatte auf der anderen Seite, eine Hose und einen Helm. Also könnt ihr hier auf jeden Fall für den Anfang mal kurz vorbeischauen. Und dann geht es auch schon zum zweiten Plot. Plot Nummer 2 befindet sich auf City Build 3. Hier haben wir PH Xeno. Könnte bei euch kurze FPS-Einbrüche geben, aber wenn wir hier dann eben angekommen sind, dann laufen wir hier mal vor und hier haben wir ordentlich Truhen. Voll mit Melonen, voll mit Kürbissen, voll mit Weizen. Hier haben wir noch mehr Kakteen. Zuckerrohr ist zum Beispiel gerade etwas Mangelware, aber brauchen wir noch zum Anfang ja weniger. Hier haben wir auch zum Beispiel Schneebälle. Und ich habe vor diesem Video das Plot auch überhaupt gar nicht gekannt. Also scheint auch nicht mehr so genutzt zu werden. Also wenn ihr euch hier eben bedient, dann stört das auch überhaupt keinen. Ihr könnt euch sogar auf Free Potions holen und Tränke. Hier steht es aber nochmal ganz wichtig. Gratis sind 9 Tränke die Stunde. Also macht die Dinger wirklich bitte nicht leer. Holt euch eben nur so viel, wie ihr braucht. Und das eben nicht mehr als 9 Tränke die Stunde. Ansonsten sucht eben Hexenspawner auf. Da sind auch nochmal Tränke drin. Nächstes Plot befindet sich auf City Build 4. Und jetzt kommen wir auch zu meinem Highlight, würde ich meinen. Denn bei PHCBC-Tafel kommen wir zu einem Plot vom Cobra Clan. Wenn wir spawnen und einfach mal geradeaus gehen und dann hier eben die Treppen runter, dann haben wir hier nämlich unter anderem ein paar Farmen in Miniatur. Hier haben wir jetzt zum Beispiel eine Farm, die wird durch eine Trichterglock betrieben. Meine auf City Build 4, die ist ja hier bei meinem ersten Grundstück, da habe ich ja auch eine, die wird jetzt nicht per Trichterglock, sondern eben per Redstone-Fackeln betrieben. Aber das Ganze funktioniert natürlich auch per Trichterglock. Hier haben wir das ebenfalls noch mit Weizen. Hier steht auch immer unten drunter, was ihr braucht, wie das Ganze funktioniert. Oder wenn man beim Aufbau Hilfe braucht, kann man sich auch gerne hier an die Leute eben des Cobra Clans wenden. Das Ganze haben wir auch noch mit Melone, mit Kakteen. Und wenn wir weiter nach unten gehen, haben wir hier nochmal eine Kakaobohne, Zuckerrohr, dann eben noch hier verschiedene, zum Beispiel Netherwarzen, Karotten, Kartoffeln. Wenn wir ganz unten angekommen sind, haben wir hier auch Trichter, die nämlich als Anfänger auch sehr gut zu gebrauchen sind. Bitte auch nur 3 Stacks pro Person pro Tag. Wenn wir hier nämlich einmal draufklicken, bekommen wir hier 16 Eichenholzbretter, wie sie hier eben auch stehen, wenn wir hier draufklicken würden. Wenn wir jetzt 16 Fichtenholzbretter bekommen und da brauchen wir eben auch nicht kurz mal in die Farmwelt. Klar, wenn wir natürlich mehr brauchen, dann müsst ihr natürlich in die Farmwelt. Das Ganze können wir hier auch mit Sandstein oder mit Stein oder Cobblestone machen oder halt Glas und Glasscheiben, wobei die funktionieren gerade nicht.
Aber die kann man sich natürlich auch eben einfach hier das Sand holen und die dann eben auch brennen. Und dann hat man auch Glas. Dieses Plot kann ich auch nur empfehlen. Das ist wirklich eine geile Geschichte. Habe ich davor auch noch nicht gekannt. Aber ist auch sehr hilfreich. Das letzte Plot befindet sich auf City Build 6. Bei PH Startup kommen wir auf dem ganzen Spaß hier. Hier dauert es auch kurz. Hier habe ich auch leicht FPS-Einbrüche. Hier steht es auch nochmal, bitte Spender nicht plündern. Denkt auch an andere Mitspieler. Hier steht auch, es wird regelmäßig aufgefüllt. Also keine Sorge, dass ihr nichts bekommt. Nehmen wir zum Beispiel Free Item, zum Beispiel eine Diamantspitzhacke. Gehen wir drauf und dann bekommen wir eine Free Diamantspitzhacke. Ist auch nämlich für den Anfang auch mal gar nicht mal so schlecht. Oder hier haben wir nämlich auch wieder Rüstungsteile oder ein Schwert, eben die ganzen Werkzeuge. Und hier können wir uns eben Lapis nehmen. Dann gehen wir jetzt zum Verzauberungstisch und können das Ganze dann eben verzaubern. Jetzt haben wir Effizienz 1 hier drauf. Und dann haben wir eben hier schon mal eine verzauberte Spitzhacke, wie ihr die Level bekommt. Ich habe ja am Anfang eine Farm gezeigt. Dort leert ihr einfach die Spawner. Am besten mal alles leeren, damit das auch wieder nachgeneriert werden kann. Und dann habt ihr auch schon die Level easy freigeschalten. Also was heißt freigeschaltet? Aber das geht mit den Spawnern wirklich ruckzuck. Und dann könnt ihr hier auch einfach verzaubern. Hier haben wir zum Beispiel auch wieder Farm mit Zuckerrohren, wo ihr euch einfach bedienen könnt. Kürbisse haben wir hier, Melonen haben wir hier, Kakteen auch wieder. Und hier links haben wir neben dem Food, was wir uns hier auch nochmal holen können, einen, ja, Dorfstand. Hier haben wir auch noch eine kleine Brauerei, da klicken wir hier einfach drauf und dann bekommen wir eben das Item auch. Und hier haben wir eben verschiedene Dorfbewohner, hier steht auch immer dran, dass die zum Beispiel Äpfel handeln. Hier haben wir zum Beispiel eben Verzauberungsbücher mit Behutsamkeit für 16 Smaragde oder Effizienz 5, je nachdem was ihr braucht. Schallplatten? Okay, Slay, ich wüsste jetzt aber auch nicht, wofür man die am Anfang brauchen sollte. Wenn ihr weitere Tipps und Tricks als Anfänger braucht, dann auf jeden Fall schaut euch auf meinem Kanal um und auf jeden Fall kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Ansonsten lasst gerne eine positive Bewertung da. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein und ciao, Leute.